Es ist eines dieser legendären Promi-Interviews, das für Jahre im Gedächtnis bleibt. Britney Spears packt im Jahr 2003 gegenüber Diane Sawyer beim US-Fernsehsender ABC über ihr Leben und die schmerzhafte Trennung von Justin Timberlake aus und bricht dabei in Tränen aus. Es ist vor allem die Art, wie die Journalistin und Moderatorin Diane Sawyer, 75, der damals 21-jährigen Britney Spears 40, die Fragen stellt, anklagend und vorwurfsvoll. Britney Spears im Kreuzverhör mit Diane Sawyer, zuerst hält sie Magazincover, auf denen die Sängerin halbnackt zu sehen ist, hoch und fragt, was diese zu bedeuten haben. Wie vor einer Mutter oder Lehrerin muss sich Britney hier für die Shootings erklären und rechtfertigen, dass auch andere Frauen im Showbusiness schon für Magazine blank gezogen haben. Doch es wird noch schlimmer, als es um das Liebeshaus mit Justin Timberlake, 40, geht, stellt Diane Sawyer die Frage, was Britney genau gemacht habe, um Justins Herz zu brechen. Zuvor hatte der ehemalige Sternchen NSYNC-Sänger in der Öffentlichkeit über den Sex mit Britney geprahlt und im Musikvideo zu Cry Me a River angedeutet, sie hätte ihn betrogen. Anschließend forderten Fans eine Entschuldigung von Justin und auch von Diane. Sawyer, Abrechnung mit den Verantwortlichen des Interviews, und auch Britney hat heute, 18 Jahre nach diesem fragwürdigen Interview, eine ganz andere Sicht auf die Geschehnisse. Die heute 40-Jährige nimmt das Erlebte von damals noch mit, so sehr, dass sie jetzt in einem Instagram-Post mit den Verantwortlichen des Interviews abrechnet. Sie sei zu der Zeit sehr verletzt gewesen und wollte eigentlich nicht über die Trennung sprechen, sei aber von ihrem Vater und ihrem Management dazu gezwungen worden. Ich habe ein Jahr in meiner Wohnung gelebt und habe mit niemandem gesprochen. Mein Manager brachte diese Frau zu mir nach Hause und brachte mich dazu, im nationalen Fernsehen mit ihr zu sprechen, und sie fragte mich, ob ich ein Problem mit dem Einkaufen hätte. Wann hatte ich ein Problem mit dem Einkaufen?